Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Gut, Bali, was möchtest du denn noch von uns Schritt für Schritt? Ich sehe, Balian vertraut dir mehr und mehr. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, aber ich habe eine Idee, die es, glaube ich, wert ist zu testen. Weißt du noch, wie schlecht das mit dem Barrel Race gelaufen ist? Ich denke, Balian könnte es jetzt schaffen. Du musst nicht so besorgt aussehen. Ich erkläre dir meine Idee. Du hast Valiant aus der Hand fressen lassen. Mach das normalerweise. Mach das nochmal. Aber anstatt stillzustehen, lockst du ihn über die Bahn. Dann wird er merken, dass es gar nicht gefährlich ist. Hier, nimm ein paar Zuckerstücke und zeig Valiant den Weg durch das Barrel. Weiß. Ich weiß, dass du das schaffen wirst, Lara. Jeha! Okay. Du lockst, ja, wir locken ihn weiter mit den Zuckerstückchen, das ist natürlich ganz in Ordnung. Nochmal Zuckerstückchen. Ah, das ist an sich eine sehr gute Idee eigentlich. Genau. Nochmal ein paar Zuckerstückchen. Siehst du, Valiant, es ist alles ganz in Ordnung. Es ist überhaupt nicht gefährlich. Und es ist auch sehr, sehr lecker. So. Und dann die letzten sogar Stückchen. Ja, das scheint auch ganz gut geklappt zu haben schon mal. Ja, jetzt macht er das auch schon von ganz alleine. Das fällt doch schneller als ich. Ah, das hat er sehr gut gemacht. Ja, hast du es gesehen? Was für ein toller Jabberer. Wow, ich sollte dich die Pferdeflüsterin nennen. Wow, finde ich gut. Ja, unglaublich, dass du es geschafft hast, Valiant durch das Barrel Race zu führen. Ich merke schon eine Veränderung. Er ist schon viel ruhiger als vorher, dank dir, Lara. Kannst du ihn schriegeln und auch die Hufe auskratzen? Hier, nimm meinen Hufkratzer und meinen Schriegel. Valiant hat gute Arbeit geleistet und hat sich ein bisschen Pflege verdient. Ich denke, er will lieber, dass du dich um ihn kümmerst. Na klar, können wir gerne machen. Erst die Hufe und dann halt erst die Hufe. Und jetzt auf X schriegeln. So. Bist du fertig mit Schriegeln? Toll. Dann lassen wir Valiant jetzt ein bisschen ausruhen. Sonst wird das den armen Kerl zu viel. Jetzt muss ich hier warten. Na gut, aber wir sind wirklich. Es sieht schon ganz gut mit unserem Level aus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal ein paar Rennen einfach noch. Marley. Dankeschön. Dann können wir sie so ein bisschen leveln nebenbei noch. Immer hier sind. Eine neue Quest anfangen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt noch wäre, was Neues einzureißen. Ja, da geht's weiter. Genau, und jetzt geht's hier noch weiter. Ja, normalerweise geht's hier nicht rum. Ach, ja, nee. Dort? Okay, das ist ein bisschen länger als rum gewesen. Hab das Bubble drin war ja auch ein bisschen kürzer Zaun, verdammt. Wir sollten den Zaun wegstellen, das stört so ein bisschen. Nee. Ich krieg wieder nichts mit Rennen hin. So, hier drüber. Das war viel zu früh, ja. Leider, verdammt. Aber nicht so dramatisch. So. Dann Marley Koppelstrecker, ja, das können wir schon abgeben. Und dann machen wir noch das Barrel drin. Hier verdienen wir immerhin auch ein bisschen Geld, das ist ja auch ganz nett.
zu und dann hier entlang. Sehr schön, dass das gezählt hat. Wenigstens. Oh, wie, was ist denn das für ein komisches Rennen? Sehr verwirrend. Also dieses Rennen gehört absolut nicht zu meinen Lieblingsrennen. Das ist sehr, sehr, sehr verwirrend. Ja, sehr schön. Wie schaffen das manche in 17 Sekunden? Das ist doch überhaupt nicht möglich. Das ist unglaublich. Ich wollte doch mit dir reden. Verdammt. So, Barrel drin. Ja, genau. Dankeschön. Ja, ich weiß... Ach komm, wir reiten noch zu Steve und machen dort das Rennen. Dann leveln wir nebenbei mal ein bisschen auch unsere süße kleine Daisy Kiss. Damit ich das auch mal wieder ein bisschen mehr in den Videos mit einbringe oder überhaupt mal in den Videos mit einbringe. Weil ich level ja auch für mich alleine manchmal ein bisschen. Aber damit man das vielleicht auch mal ein bisschen besser mit betrachten kann und sieht. Obwohl ich ja dann denke ich, sobald ich im Dino-Teil bin, sowieso erstmal Vanilla in den Stall stelle. Und erstmal, Quatsch, nein, ich stelle Daisy in den Stall und Vanilla wieder raus, so rum. So, dann machen wir jetzt auch schnell hier das Rennen. Ja, bis Level 15 fällt wirklich nämlich viel. Also ich denke, nächste Woche schaffen wir das auf jeden Fall. Da bin ich doch mal ganz guter Dinge. So. Das ist echt schön. Das ist dann nämlich so das erste Gebiet, in was ich rein kann. Ich bin mal gespannt, ab wann man im Mist voll rein kann. Das ist ja jetzt schon neu draußen. Ich habe da noch gar keine Ahnung für euch. Ist es schon draußen? Für mich noch nicht. Weil ich mal ein bisschen vor uns aufnehme. Ich bin auch sehr gespannt. Naja, mal sehen. Das ist halt so eine Frage. Wenn man dort nämlich schon reinkommen sollte, was ich nicht glaube, aber wenn es möglich wäre, wie gesagt, ich spekuliere jetzt hier noch rum, ihr wisst ja schon, dann würde ich natürlich erstmal dort reingehen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass man dort schon reinkommt, aber wenn es möglich wäre, dann ja. Und wenn nicht, dann versuche ich hier weiter zu leveln und dann irgendwann ins Dino-Teil zu kommen. Weil ich denke mal nicht, dass nächste Woche dann noch zusätzlich neue Weihnachtsquests rauskommen werden. Oder ob überhaupt noch neue Weihnachtsquests rauskommen werden, das ist ja dann auch so eine Sache. Naja gut, aber ich würde mich jetzt an dieser Stelle schon mal von euch wieder verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann morgen mit irgendwas wieder. Ich weiß noch nicht mit was. Und ja, bis dahin. Habt noch eine wundervolle Zeit. Und ja, ciao, ciao.